Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sims 4 zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Axo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Heute leider mal in einer Bildschirmaufnahme, weil die Spielaufnahme irgendwie nicht funktionieren will und scheinbar ist jetzt hier das Wattbecken Schrott. Ja, Axo, reparier das mal. Denn die Frau kann das gerade nicht, denn etwas Tolles ist passiert, Leute. Schaut es euch an. Für zwei Essen. Alter, Leute, sie ist einfach schwanger. Wir werden eine Familie gründen. Obwohl unser Haus einfach viel zu klein ist. Ach, Hilfe, Leute, ich bin so aufgeregt. Und jetzt würde ich gerne mal mit dem Geld, das wir bereits haben, probieren, irgendwie unser Haus da oben weiterzubauen. Falls das irgend... Ach Gott! Woher habe ich das jetzt? Von wo habe ich das Fenster jetzt weggenommen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Hilfe! War das von hier? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, okay. Kann man auch verkaufen, ne? Oh, das war die Tür. Nein. Ich dachte schon, das wäre die Tür gewesen. Aber Leute, ich werde Vater. Gott, das ist so albern einfach. Wie kriege ich denn das verkauft? Planieren. Dann, Vorschlaghammer. Kriege ich zwar leider kein Geld für, aber egal. So, wo haben wir denn einfach nur Wände ziehen, möchte ich jetzt. Okay, das hat 300 gekostet, auch ist billiger als ich dachte. So, zack. Super, jetzt haben wir da eine weitere Etage. Und jetzt bräuchte ich nur noch Schindelschick als Farbe. Damit wir das hier so schick lackieren können, Leute. Denn das Haus soll ja auch schick sein. Brrr. Vielleicht werde ich die Farbe dann doch irgendwann nochmal ändern. Nein. Schindelschick soll das werden. Obwohl das gar nicht so schick ist. Irgendwann werde ich die Farbe wahrscheinlich sowieso ändern. Und ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Ich habe Sims 4 jetzt auch schon ein paar Tage lang nicht mehr gespielt. Okay. Und noch eine Stufe höher fehlt halt jetzt nur noch ein Dach. So, wie war denn das Dach aufgebaut? Hier war so hoch und dann da so runter und hier war dann nur so hoch. Okay. Wie drehe ich denn das nochmal? Wie dreht man nochmal Sachen? Rechtsklick? Nee. Hilfe, Leute, wie dreht man nochmal Sachen? Kann man das vielleicht drehen, wenn man es hingesetzt hat? Geht das vielleicht? Ah, Tatsache. Perfekt. Ja. Das wird keine leichte Aufgabe, Leute. Oh Gott. Ich werde so viel falsch machen. Oh mein Gott. Längst nicht so hoch. Aber längst nicht. Das sieht blöd aus, Leute. Das sieht blöd aus. Wie kriegen wir das hin? Warte, ich lösche es nochmal. Mache ich zwar Verlust damit, also glaube ich zumindest. Aber es ist nicht so wichtig. Es ist wirklich viel zu hoch. Ich weiß nicht, wie ich das weiter nach unten kriege. Wohl doch, weiß ich, haben wir gerade auch hingekriegt. Ich frage mich trotzdem, wieso das so aussieht. Also ich glaube, das können wir ja auch lackieren, aber ist trotzdem alles irgendwie seltsam. Okay. Ach so, mit diesem Pfeil können wir also das untere erweitern und damit können wir nur das Dach an sich erweitern. Okay. Auch eine Möglichkeit, die Dinge anzugehen. Geht auch. So.
Dann passen wir das mal von Länge und Breiten und allem an. Das funktioniert aber schon wieder nicht. Wieso funktioniert das nicht, Leute? Es geht mir auf den Senkel. Hier sind wir jetzt ungefähr auf gleicher Höhe. Das heißt, hier erweitern wir nur das Dach in beide Richtungen. Das will ich nicht. Ah, perfekt. Perfekt, Leute. Es funktioniert zwar nicht einwandfrei, aber solange es am Ende halbwegs okay aussieht, stört mich das auch nicht. Oh Gott, ist das Ding hoch. So. Jetzt müsste das Ding aber noch nach vorne. Und dann würden die sich so überschneiden. Das sieht natürlich jetzt ultra scheiße aus. Ach, Kacke. Ach, Kacke, Leute. Jetzt haben wir da so eine Lücke. Kann man da irgendwie was reinbauen? Obwohl, wir können ja auch so ein Komplettdach machen, oder? Ich hoffe, das geht. So, dann machen wir einfach mal so ein Dach. Wenn das so funktioniert. Gott, ist das hoch. Ja, ja. Aber jetzt massiv nach unten, bitte. Denn so hoch will ich das nicht. Sind die auf gleicher Höhe? Die sind auf gleicher Höhe, perfekt. Aber sind mir trotzdem noch eine Nummer zu hoch. So vielleicht? Ja. Ist okay, oder? Wenn ihr mich fragt. Und wenn wir dann das jetzt noch mit Schindel schick lackieren. Haben wir das jetzt überall? Ja, geht doch. Fehlen nur noch die Fenster, aber die sparen wir uns erstmal. Erstmal ist das jetzt unser schickes neues Haus. Also, naja, so schick auch wieder nicht, denn da ist nichts drin. Aber irgendwann werden wir das schon noch einrichten, Leute. Keine Sorge. Und ich repariere dann noch schön. Ach, Leute, wir sind doch noch gar nicht bereit für eine Familie. Und ich mache gerade das Ding. Obwohl ich gar nicht weiß, wie das funktioniert. Ich habe sowas noch nie gemacht. Danach gehe ich mal nachdenklich duschen. Habe ich einen Auftrag gerade? Nö, habe ich nicht. Oh, meine Leistung ist nur durchschnittlich. Das müssen wir ändern. Produktlogo-Erstellung. Dann nicht nachdenklich duschen, sondern danach direkt mit Kunden chatten. Rechnungen bezahlen? Oh, okay. Okay, das kannst du aber sauber machen. Dazu bist du noch in der Lage. Du musst aber auch mal ein bisschen arbeiten, oder? Noch kannst du ja noch nicht in Elternzeit gehen. Ja, Konzert geben. Das ist ja zu wen denn? Habe ich gerade auf Sitzen gedrückt? Ja, habe ich. Üben. Üben, üben, üben. Dann üb mal. Yay, wir haben unsere Rechnung bezahlt. Logo auf Grafiktablet erstellen. Erstmal nachdenklich duschen. Damit du inspiriert bist, Raxo. Nur damit du es weißt. Denn das ist wichtig. Oh, ich bin auch glücklich deswegen. Große Neuigkeiten, ja. Wegen Sozialkontakt. Was wegen Sozialkontakt? So, weil sie die Nachricht überbracht hat. Verständlich. Was ist das? Gewöhnliches Tuning-Teil? Kann ich das verkaufen? Okay, dann möchte ich nicht. Soweit ich weiß, kann man damit was anfangen. Ja, dann kreiere mal ein Logo. Wie der das einfach wirklich immer auf der Toilette macht. Einfach weil der da inspiriert ist, okay? Wie ist die Leistung? Ausgezeichnet, perfekt. Dann kreiere direkt mal ein weiteres Logo. Nice. Wie, wollen die nur ein Logo haben? Ja, die wollen nur ein Logo haben, scheiße. Jetzt male ich noch eins. Ja, cool. Ja, dann verkaufe ich es halt auch. Kann ich es an Kunden zur Abnahme schicken? Nein, kann ich nicht. Zack, boom, bam. Nice, Alter. 700 nochmal verdient. Ein weiterer Auftrag abgeschlossen. Und wir haben schon wieder 6000. Das ist gut. Das ist nice. Ein Filmplakat. Tröpfe. Niemals. Wofür braucht man das höchste Level? Hierfür braucht man Level 6. Aber ich nehme das.
wo man am meisten bekommt. Ja, dann chatte nochmal mit Kunden. Ich konnte gerade schreiben. Ja, Autor kann ich auch werden, ne? Ja. Chat mal schön mit denen. Alter. Machen das einfach auf Chinesisch. Oder in irgendeiner anderen ostasiatischen Sprache, die solche Zeichen benutzt. Logo auf Grafiktablett kreieren. Wie lange bin ich denn noch inspiriert? 4 Stunden. Das reicht mir. Freelance. Logo. Brr. Dann schnell mal malen, Raxo. Alter. Bald wird sich unsere gesamte Familie verändern. Und Meisterwerk. Perfekt, Alter. Mach weiter deine großartige Arbeit. Erstaunt. Bla bla bla. So, jetzt müssen meine. Wieso bin ich immer nur noch gut? Immer nur noch gut hier, genau. Oh, Alter, was für 3000. Design-Dokumente studieren. Ja, das mache ich. Freelance-Design-Dokumente studieren. Dann mach das mal, Raxo. Ich raff immer noch nicht, wofür sind diese Zeichen da? Da. Oh ja, Avosi hat das fertig geübt. Manuel L. Jackson, sorry, Mann. Sorry, man. Dann nachdenklich duschen. Umgebungskonzepte. Gleich 3 Stück. Und jetzt muss ich aufs Klo. Nein, ich muss nicht aufs Klo. Mein Sim muss aufs Klo. Schön die Hände waschen, Raxo. Und nichts kochen. Das ist nicht das, was du jetzt tun sollst. Wozu ist mein Grafiktablet? Natürlich mal wieder da. Umgebungskonzepte. Und wir müssen gleich 3 Stück davon machen. Hat er gerade einfach so 3 Dollar ausgegeben? Ach, Menu. Ich habe doch schon abgebrochen. Das ist ein bisschen blöd, die Verzögerung beim Abbrechen. Diese Arbeit entspricht nicht unseren Qualitätsstandards. Ja. Für den Arsch. Interessiert mich nicht. Umgebungskonzept. Komm, Raxo, du musst das hinkriegen. Du bist doch ein Meister im Zeichnen. Bitte. Wow. Ach so, ist ja scheinbar angenommen. Ja, nice. Dann nochmal. Oh, ich habe nicht auf Pause gedrückt. Ach so, er wollte es fortsetzen. Nice. Komm. Oh, jetzt ist er unwohl. Ach Gott, sie muss um 17 Uhr eigentlich zur Arbeit. Scheiße. Es kommt viel zu spät. Ja, dann aber fleißig arbeiten. Ja, dann setz mal das Kochen fort und danach gehst du auch wieder pennen. Wie gut ist denn das geworden? Meisterwerk. Perfekt, jetzt fehlt uns nur noch eins. Oh, ich bin Level 4 der Kochfähigkeit. Spaghetti und Erdbeerkuchen. Nice. Dann geh... Was zum... Bist du gerade aufgestanden, um dann wieder reinzugehen? Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Yay. Geld. Geld für uns. Ich habe schon wieder Hunger. Habe ich das nicht fertig gegessen? Ach so, Gartensalat essen, okay. Ach komm, wirklich? Ist das dein Ernst? Und da sind schon wieder neue Sachen gewachsen. Dann ernte gleich mal alles. Und sie ist beschämt wegen Arbeit. Manchmal kann jemand nicht anders, als sich vor allen Kollegen gespürt zu machen. Ja, keine Ahnung, Pech gehabt. Dann geh gleich auch mal pennen. Was? Vor allen verstecken? Gott, nein. Hilfe. Ne, Raxo, aber du musst jetzt auch gleich wieder aufstehen. Wie ist denn dein Energiebedürfnis? Genug! Deine Bedürfnisse sind voll okay. Dann musst du noch Umgebungskonzepte... Ja, du musst auch ein Umgebungskonzept machen. Noch eins, bitte. Und das machst du natürlich auch vorm Waschbecken, wo auch sonst. Und dann warst du doch gleich schon mit der Folge. Ne? So, Alter, das sieht schick aus. Alter, das würde ich schon fast gerne selbst behalten. Kann ich das kopieren? Ups. Ja. Ich hänge das mal hier auf. Kann ich es dann noch kopieren? Kopieren. Dann kopier es mal, Raxo. Nice, jetzt haben wir das. Qualität schlecht. Kann ich das denn jetzt an Kunden zur Abnahme schicken? Da. Nice. Aber die Qualität hiervon ist leider schlecht.
Finde ich jetzt nicht. Aber okay. Ist ja natürlich subjektiv eigentlich, was gute Kunst ist und was nicht. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Sims 4 wieder. Tschüss!